Sie sollten mal lieber Lucys neuen Stecher fragen. Ach ja, sollten wir, ja. Warum sollte der Mann seine neue Freundin aus ihrem Taxi entführen, hä? Ja, das fragen Sie mich. Sie sind doch der Bulle. Ach, ein bisschen freundlicher, mein Freund, ja? Sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ja, Lucy hat mir erzählt, dass er ihr den Job unbedingt ausreden wollte. Ach ja? Ja. Ja, der ist Arzt, dem ist eine taxifahrende Freundin sicher peinlich. Ach so, und das hat Ihnen Ihre Ex-Freundin Brivam erzählt, oder? Ja, hat sie. Ja, fragen Sie sie, wenn Sie sie finden. Tja, wenn sie dann noch reden kann. Moment mal. Glauben Sie, dass sie tot ist, oder? Das Blut vom T-Shirt stammt ausschließlich von Ihnen. Sag ich doch. Sie können dann gehen. Der Kollege bringt Sie raus. Ich weiß. Ich weiß, Sie mögen mich nicht sonderlich. Das stimmt, ja. Ich Sie auch nicht. Aber ich habe Lucy nichts getan. Der Kollege bringt Sie raus. War das nicht ein bisschen voreilig? Das Blut auf der Kleidung ist ausschließlich sein Blut. Und im Taxi haben wir keine DNA von ihm gefunden. Also, wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir hoffen, dass unsere Kollegen ein bisschen erfolgreicher sind. Hatte Dr. Ketulio in der letzten Nacht eigentlich Dienst? Nee, ich glaube nicht. Hat der Besuch vielleicht was mit dem Ex-Freund von Dr. Ketulios neue Freundin zu tun? Wie kommen Sie denn darauf? Na, der Ex war letzte Nacht hier, aber völlig angetrunken und hat einen Arztkittel geklaut. Ich habe ihn dann rausgeworfen. Und dass er angetrunken war, war nicht das erste Mal. Der Typ hat echt ein Alkoholproblem. Wieso klaut er denn einen Arztkittel? Das kann auch nur ein Mann fragen. Der dachte sicher, dass seine Ex-Freundin nur mit Dr. Ketulio zusammen ist, weil er Arzt ist. Männerlogik. Dr. Ketulio wird sicher gleich kommen. Was ist das denn? Dr. Ketulio macht Kampfsport. Eine philippinische Messerkampfkunst. Die genaue Bezeichnung ist... Baraf. Ja, genau. Das sind Frau Reetz und Herr Krass von der Kripo. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Ist was passiert? Ja, es sieht ganz so aus. Ihre Freundin ist verschwunden. Aber das haben Sie ja bestimmt schon in der Zeitung gelesen. Was? Nein. Ich bin seit 6 Uhr früh im Krankenhaus und komme gerade aus dem OP. Ich habe Lucy versucht, noch zu erreichen, aber ihr Handy ist aus, sie meldet sich nicht. Was ist denn los? Sie hat gestern Abend einen Notruf abgesetzt aus ihrem Taxi. Und in ihrem Taxi haben wir Blut gefunden. Oh nein. Und was kann ich tun? Naja, Sie könnten uns mal sagen, wo Sie gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr waren. Ich muss so gegen 9 eingeschlafen sein und bin dann noch wach geworden. Ich habe Lucy noch eine SMS geschickt. Mhm. Ja, dann bin ich wieder eingeschlafen und muss um 5 wieder aufstehen. Mhm. Und dann? Ja, nichts dann. Seit der früh keine Antwort kam, habe ich Lucy angerufen, aber ihr Handy ist aus. Kann das jemand bestätigen, dass Sie gestern Abend zu Hause waren? Baraf ist ein Hobby von mir, habe ich von meinem Stiefvater gelernt. Er ist Großmeister. Mhm. Dass da ein Messer fehlt. Das wissen Sie. Sagen wir gleich. Was? Wieso? Der 4. Karambit. Brauche ich zum Training. Würden Sie uns auch verraten, wieso Sie die Messer ausgerechnet hier aufbewahren? Ja, ist ganz einfach. Die Trainingshalle ist hier ganz in der Nähe. Dr. Ketulio, wir möchten Sie bitten, uns eine Speichelprobe zu geben. Sind Sie damit einverstanden? Im Taxi unserer Vermissten wurden DNA und Fingerabdrücke von unserem Doktor gefunden. Naja, die beiden waren ein Paar. Und er hat doch auch gesagt, dass sie ihn öfter mal im Taxi mitgenommen hat. Für eine Festnahme reicht das nicht. Nee, das reicht überhaupt nicht. Und der hat auch gar kein Motiv, für was auch immer mit der Frau passiert ist. Was sind denn Streitigkeiten, von denen euch die Mitbewohnerin erzählt hat? Dabei ging es wohl eher um den Ex der Taxifahrerin. Also wenn der Arzt irgendwem was angetan hätte, dann ja wohl dem. Trotzdem, es fehlt immer noch dieses Messer aus seiner Vitrine. Mal ganz im Ernst. Und wenn die Taxifahrerin zu ihrem Ex zurück wollte? Das würde unserem Doktor aber nicht gefallen haben, oder? Ach, und dann nimmt er eins von seinen eigenen Messern. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass der Arzt da was mit zu tun hat.
Was ist denn mit dem Ex-Freund? Der war doch an dem Abend im Krankenhaus, oder? Ich meine, was hat der da gemacht? Der war so besoffen, der wusste wahrscheinlich gar nicht, wo er sich befindet. Ja. Hey, im Müllcontainer des Krankenhauses wurde eine weibliche Leiche gefunden. Was? Alex, kommst du mit? Ja. Bis nachher. Ja. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das ist die Taxifahrerin. Eine Putzfrau aus dem Klinikum hat sie in dem Container gefunden. Ja, die ist jetzt völlig geschockt und wird dort behandelt. Aber ich verstehe das nicht. Warum liegt die Leiche hier? Vor dem Taxi war so viel Blut, das muss der Tatort gewesen sein. Ja, ich glaube, Alex, du hast recht. Sie wurde nicht hier im näheren Umfeld getötet. Dazu ist hier nirgends genügend Blut. Was ist denn mit dem Todeszeitpunkt? Tja, ich schätze mal so gegen 23 Uhr gestern Abend. Sie hat hier im Oberkörper mindestens 4 Einstiche. Und dieser hier ist wahrscheinlich genau ins Herz gegangen. Kannst du schon was zur Tatwaffe sagen? Sieht nach einem Messer aus. Die Klinge ist vielleicht 2 bis 3 Zentimeter breit. So eins vielleicht? Ja, das ist mein Messer auch. Warum sagst du her? Das lag in der Mülltonne, direkt neben der Leiche ihrer Freundin. Wissen Sie denn überhaupt schon genau, was passiert ist? Das würden wir gerne von Ihrem Chef erfahren. Was, ich? Ja, Sie. Das ist doch Ihr Messer, wie Sie gerade gesagt haben. Also? Moment, Sie glauben, ich habe damit Lucy umgebracht. Was sollen wir sonst glauben? Das Messer lag direkt neben der Leiche. Es ist Blut daran. Wir können also davon ausgehen, dass das die Tatwaffe ist. Ich schwör's. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist doch Wahnsinn. Hanna, du glaubst es auch? Da will mir jemand das anhängen. Ich schwör's, glauben Sie mir. Sie verhören mich jetzt schon seit über einer Stunde. Ich habe Ihnen alles erzählt, da kommt nichts mehr. Ich war das nicht. Eine Stunde? Eine Stunde ist doch gar nichts für uns. Hören Sie, wir sind Beamte. Wir werden sogar dafür bezahlt, dass wir Ihnen zuhören. Wir haben viel Zeit. Aber gesetzt im Fall, Sie sagen die Wahrheit. Wer könnte die Tat jetzt sonst begangen haben? Mit Ihrem Messer? Diese Frage habe ich schon über 1000 Mal gestellt. Da fällt mir immer nur Ihr Ex ein. Mit dem werden wir auch noch sprechen, keine Sorge. Aber jetzt geht es erstmal um Sie. Und es sieht nicht gut aus für Sie. Sie haben kein Alibi und wir haben Ihre Spuren gefunden. Sowohl im Taxi als auch auf der Tatwaffe. Außerdem haben wir an der Toten weiße Baumwollfasern gefunden, wie von einem Arztkittel. Hm? Lucys Ex, der war in dieser Nacht im Krankenhaus und hat einen Arztkittel geklaut. Alex, kommst du mal bitte? Ja. Und wie läuft's da drin? Ach, der streitet immer noch alles ab. Vielleicht war das nicht wahr. Das ist zwar sein Messer, seine Fingerabdrücke sind auch drauf. Aber laut dem Bericht ist die Tat auf jeden Fall von einem Linkshänder begangen worden. Linkshänder? Ja. Weißt du, ob der Arzt Linkshänder ist? Nee, aber das lässt sich herauskriegen. Michael, hast du mal einen Zettel und einen Stift? Gerne. Dr. Kitulio, schreiben Sie doch mal bitte Ihren Namen auf. Warum? Den kennen Sie doch. Ja, machen Sie bitte einfach. Sie sind Rechtshänder. Ja, wieso? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. So wie es aussieht, ist der Täter Linkshänder. Was heißt das jetzt für mich? Wie gut kennen Sie eigentlich Ihre Kollegin, die Mitbewohnerin der Toten? Warum? Sie ist Linkshänderin. Das ist ja interessant. Moment mal, Sie glauben nicht, dass Hanna etwas... Also, sie war Lucys beste Freundin. Jetzt beantworten Sie doch erstmal die Frage. Wie gut kennen Sie Hanna Rieger? Ja, wir sind ja gute Kollegen gewesen und waren öfter aus, ja. Mehr war da nicht? Eigentlich nicht, ja. Na ja, auf einer Weihnachtsfeier haben wir uns mal geküsst. War ganz harmlos, so ein Bruderschaftskuss halt. Könnte es sein, dass Ihre Kollegin diesen harmlosen Kuss falsch verstanden hat? Dass ihr der Kuss mehr bedeutet hat? Das hat Lucy auch schon mal gesagt. Keine Ahnung, wie sie darauf kommt. Wie kommen Sie bloß darauf, dass ich in Thomas verliebt sein könnte? Das ist totaler Unsinn. Thomas ist mein Chef. Ja. Ihre Mitbewohnerin hat das Gleiche vermutet. Sie hat Dr. Kitulio darauf angesprochen, dass dieser Kuss auf der Weihnachtsfeier wohl ein bisschen mehr für sie war. Jetzt gehen Sie echt zu weit. Es reicht mir langsam, weil ich habe Lucy nie von diesem Kuss erzählt. Ich empfinde rein gar nichts für ihn. Das will Thomas mir doch nur in die Schuhe schieben, um den Verdacht auf mich zu lenken. Hanna war nach der Knutscherei auf der Weihnachtsfeier total verknallt in ihren Chef. Ich glaube, die hat schon die Glocken läuten hören. Total peinlich eigentlich, aber gesagt hat sie natürlich nichts. Sagen Sie, weiß das Personal hier eigentlich Bescheid, wo der Herr Doktor seinen Schlüssel für die Vitrine aufbewahrt? Die meisten wissen das. Der liegt im Stiftebehälter auf seinem Schreibtisch.
Ich verstehe Ihre ganze Fragerei überhaupt nicht. Schließlich ist doch Lucy mit dem Messer von Thomas getötet worden. Wie soll ich denn an den Schlüssel bitte rangekommen sein? Ach, Sie wissen doch bestimmt, wo der Schlüssel für die Vitrine liegt, oder? Natürlich weiß ich, wo der Schlüssel für die Vitrine liegt. Aber ich war die ganze Nacht auf der Station und das nachweise ich. Das können Sie gerne überprüfen. Ja, Hanna war an dem Abend die leitende Nachtschwester. Und sie war ganz sicher die ganze Nacht über hier? Ja, ich denke schon. Sie hat sich kurz vor 22 Uhr hingelegt und wollte nur im Notfall geweckt werden, weil sie am nächsten Mittag schon wieder Spätschicht hatte. Und wir sind halt völlig unterbesetzt. Verstehe. Gab es denn einen Notfall? Ich meine, musste sie geweckt werden? Nein, es war eine ruhige Nacht. Dann hätte Hanna Rieger theoretisch die Möglichkeit gehabt, eine Stunde weg zu sein, ohne dass es jemand bemerkt hat. Wer weiß. War es das dann? Ich muss nämlich wieder zurück an die Arbeit. Nee, das war's noch nicht ganz. Ich hätte ganz gerne Ihre Fingerabdrücke und eine Speichelprobe von Ihnen. Ist okay, oder? Ich muss das nicht machen, oder? Das müssen Sie nicht, aber ich kann mir auch beim Richter einen Beschluss besorgen. Und dann müssen Sie. Ihre Entscheidung. Gut. Ja? Okay. Dann mal. Hey! Stehen bleiben! Okay, schön hier gewesen. Hey, ganz ruhig, ja? Sie sind voll auf ihn festgenommen. Ich hab Lucy 100-mal habe ich sie angefleht. Sie soll mit dir Schluss machen. Das wäre meine Chance, wäre das gewesen. Sie hat dich überhaupt nicht geliebt. Sie hat dich nicht geliebt, aber ich, Thomas. Ich liebe dich, Thomas. Komm sie. Hanun, Spann und Kuss. Hanna Rieger wurde wegen Mordes, falscher Verdächtigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.